Hallo und willkommen zum wöchentlichen Vlog Abenteuer Business. Ihr begleitet mich auf dem Weg von der Idee, Workshops anzubieten, bis zum ersten fertigen Workshop, den wir dann im Hann irgendwann stattfinden lassen. Wie üblich gibt es zwei Teile. Erstmal, was ist in der Woche passiert? Und als zweites ist es diesmal etwas ungewöhnlicher. Ich habe ein Studio besucht, aber davon etwas später. Erstmal, was ist die Woche passiert? Im letzten Vlog hatte ich ja gesagt, ich würde die Werbung ein bisschen forcieren und das habe ich auch getan. Ich habe die 4 vorhandenen Termine entsprechend bei Facebook eingestellt. Die Termine sind natürlich für alle Facebook-Nutzer sichtbar. Ich habe sie aber auch nochmal parallel in meiner Gruppe Die Lichtformer eingestellt. Und hier sieht man halt die einzelnen Termine, bei denen ich noch ein bisschen was dazu geschrieben habe und auch die Informationen, wie und was zu buchen ist. Ich klicke mal einmal drauf. Viel Text, aber auch Links entsprechend sowohl zu den Modellen, als auch Informationen zu den einzelnen Preisen. Auf die Reaktion meiner Follower auf Facebook bin ich natürlich jetzt gespannt. Mal schauen, wer da was kommentiert. Ich werde es in der nächsten Woche wissen. Durch meine Online-Präsenz, vor allen Dingen auch auf YouTube, bin ich in Kontakt mit vielen Leuten. Einer, der immer wieder gute Informationen und gutes Feedback auch zu den Videos gibt, ist Oliver Rindelaub. Das ist ein Fashion-Fotograf in Köln. Und wir hatten dann vereinbart, dass ich da mal vorbeifahre, um ein paar Sachen durchzusprechen. Aber das könnt ihr jetzt in dem Video verfolgen, das ich in seinem Studio in Köln aufgenommen habe. Hallo Freunde der Fotografie, ich bin gerade in Köln, im Fuchsstudio bei Oliver Rindelaub. Das ist ein Fashion-Fotograf und der Kontakt ist darüber zustande gekommen, dass er immer wieder auf meinen YouTube-Videos interessante Kommentare gegeben hat, hat ein bisschen seine Sicht der Dinge erklärt. Wir haben öfter telefoniert mittlerweile. Guter Kontakt, guter Input und heute bin ich in seinem Studio. Ich zeige auch gerade ein paar Bilder einfach von dem Studio. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir so ein kleines, eine Art Foto-Battle oder Foto-Vergleich machen, weil Oliver als Spezialist für Fashion-Fotografie, er ist auch ein professioneller Fashion-Fotograf hier in Köln, hat gesagt, dass er ganz anders an die Bilder herangeht, als ich es tue. Und daraus kam dann die Idee, wir nehmen uns einen Termin, wir nehmen uns ein Model, wir nehmen uns eine Location und wir fotografieren da. Jeweils eine bestimmte Zeit, das werden wir noch alles entsprechend festlegen und schauen dort einfach mal, was Olivers Bildideen sind, wie Oliver seine Bilder gestaltet oder wie ich es dann mache. Eine ganz interessante Sache, ja, da kommt er gerade entsprechend. Absolut klasse eigentlich, dass du mich da entsprechend auch eingebunden hast und eingeladen hast. Die Idee, die wir dann jetzt gerade hatten, war auch wirklich toll. Ich denke mir, es wird euch gefallen, was dabei so rauskommt. Uns beiden gefällt es auf jeden Fall. Mhm. Oliver sucht noch das Model und dann denke ich mir, in der nächsten Zeit irgendwann gibt es da entsprechende Sachen. Das wird spannend. Habe ich Lust drauf. Ich erst recht. Natürlich blitzen wir auch, klar. Und ich zeige euch jetzt gerade noch ein paar Eindrücke hier von dem Studio. Wir sehen uns bis später. Also bis dann. Und tschüss. Tschüss.